Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Blood Bowl 2. Und ich habe jetzt eine ganze Weile gewartet, bis das hier losging. Und jetzt haben wir einen Gegner gefunden, der wesentlich schwächeres Team hat. Ich glaube, der hat einen Teamwert von 900 noch was. Konnte sich jetzt, wir haben ja 1300 und ein paar Zerdrückte, konnte sich jetzt zwei, so wie ich das gesehen habe, zwei zusätzliche Trainings leisten. Also zwei extra Bonuswürfe, Rerolls. Und ist auch ein Echsenmensch, also ein Mirror Match, wo wir den Team-Player-Spieler-Stärken-mäßigen Vorteil haben. Ich bin gespannt, was das wird. Er hat auch einen Croxigor Xen im Terrarium, German Eek. Haha, das ist ja witzig. Hey, lol, es ist Game in der FGL. ja, sehr gut. Schön. Hallo, German Eek. Danke für deinen Support. Ja, darfst du auch jemanden grüßen? Ich weiß nicht, oh, ja. Ich weiß nicht, wie man gnädig ist. Es tut mir leid, ich versuche. Ich fange mit der Verteidigung an. Tja, gnädig sein, ne? Wer baut denn das hier mal auf? So, mach mal hier weg. So, wir haben noch einen verletzten Skink. Habe ich das richtig gehört? Den haben wir hier, Flutschi-Fan. Achso, nee, den lassen wir aber immer schön drin. Warte mal. Ausweichen ist immer gut. Ja, dann tun wir Schleimifin direkt raus. Der hat ja hier einen Skill. Abrollen, genau. Oh, das ist aber auch ganz nützlich. Mano, warte mal. Maruchifin hat 3 von 6. Ne, wir müssen leveln auch. Dann rollen wir nicht ab. Und wir stellen. Ja, was heißt denn gnädig sein, Ike? Du guckst es bestimmt. Und ich. Joa. Ich versuch's, okay? Hier so, da so. Den stellen wir dahinter und den hier hinter. Hier hinter bitte. Danke. So. So. Ja. Ja. Hab ich schon. Ja, es tut mir sehr leid, Ik. Ich. Ja, wenn du Fragen hast, dann. Ja, es hilft dir nicht, wenn du jetzt hier siehst. Ja, ja, was soll ich, ja. Hallo German Eek, ich hoffe, du guckst auch dieses Video. Er kommt am Samstag. Achso, ja, wenn es hier draußen ist, dann weiß es natürlich wieder. Ich würde dir so gerne so viel erzählen hier, aber ich kann nur... Ich muss es dir dann halt schreiben und ihr müsst halt, ich hab... Sein zweites Spiel gegen Menschen und dann direkt mit Echsenmenschen. Schneller Zug. Ein benachbartes Feld. Naja, kann er schon mal. Oh, der kommt aber gut für ihn. Oder gut für mich? Weiß ich gerade nicht so richtig. Kann den natürlich gut klauen, den Ball jetzt. Oh Mann. Tut mir so leid, German Eek. Also auch knapp. Fast hätte er ihn schon drunter stellen können. So, er zieht hier zusammen. Achso, oh, zieht den hier wieder weg. Weiß ich nicht, ob das schlau ist. Sagt denn sein Croxigor? Der hat schon Erfahrung. Mein Croxigor noch nicht. Und erzählt mir was. Nein, das ist gut, Ik. Ich, ja. Oh, hatte nur... Hä? Ach so, ich bin rechts.
Wollte gerade sagen, er hatte nur einen Reroll. Nee, aber er hatte zwei. Er hat jetzt zwei Bonus gekriegt. Hätte mit der Portokasse vielleicht lieber einen Starspieler holen sollen, Geek. Und zwar den Saurus-Starspieler. Wie heißt das? Slippy, Schnibbeldi. Der ist gut. Der hat Blocken, Ausweichen. Oh, jetzt blitzt er mir direkt einen Skink. Und zwar den Verletzten. Soll er machen, dafür ist er da. Oh, bitter. Besser. Dafür ist er doch da, der kleine Skinky. Der Verletzte. Aua. Das war aber brutal jetzt. Hör mal, und mir erzählen, ich soll gnädig sein. Jetzt hat er hier noch Bonusstärke. Und ja, da habe ich natürlich keinen Blocker stehen. Warum schubst denn du? Ach so, weil er natürlich auch nicht Blocker hat. Deswegen schubst er, weil wäre sein Zug vorbei. Verzeihung, Ik. Da war ich jetzt dumm. Ja. Was sollst du denn da nehmen, wa? Das erklärt sich von selbst. So, jetzt aber mal hier aufhören mit Mitleid. Und ich muss überlegen, wie ich das Ding jetzt hier verhindere alles. So, er hat jetzt seinen Kroxigor da stehen. Wir können natürlich unseren Kroxigor gegen seinen Kroxigor. Können hier, welcher Skink ist das? Das ist der Skink. Wenn ich den hier ranstelle, brauche ich gar nicht, weil der steht gleich wieder auf, habe ich beschlossen. Wenn du den da jetzt hinstellst, habe ich hier einen Stärkevorteil. Ich wollte es gerade sagen. Holt er sich hier den Stärkevorteil und haut drauf. Hm, nicht verkehrt. Und erfolgreich sogar. Meinen guten Blocker. Klack. Liegt da im Dreck. Aber auch der steht gleich wieder auf. Und du bist nicht gefolgt. Das bedeutet... Warte mal. 5, 6, 7. Dein Kroxigor hat 5. Komme ich nicht auf Doppelstärke. Kriege ich nur 2 Würfel. So, er sammelt den Ball ein und läuft dahinter. Okay. Weiß ich nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich glaube... Da müsste ich blitzen. Verdammt. Dann hau ich erstmal Skinks. Dann hauen wir erstmal Skinks, Leute. Mit dem. Mit Ausweichen. Klar, mach doch. Auf. Go for it. Hm. Ein Go for it. Machst du das? Wenn der sich da jetzt hinlegt, ne? Er macht's. Wenn der sich da jetzt. Oh, hat er geschafft. Okay, 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 okay. Okay, er hält den hier fest. Tja, was blitzen wir? Wir müssen was blitzen. Das ist klar. Okay. Der kleine Skinky steht erstmal auf. Warte mal. Hier die drei. Wenn ich hier reinschlage, kann ich da hinschubsen. Nee, wenn ich da hinschlage, ich von hier da drauf schlage, kann ich da hinschubsen. Auch schlecht. Wir stehen erstmal auf hier. Und ich bin am Überlegen, ob wir mit dem hier den blitzen sollen, damit wir den frei haben. Wir stehen mal mit dem auf. Aufstehen. Hier kriegen wir nur einen Würfel. Müssten wir noch einen Skinky dazustellen. Der kommt hier sowieso nicht drüber. Warte mal, wenn wir den hier hinstellen, haben wir die gebunden. Warte mal, wenn wir den da hinstellen. Wenn wir den da hinstellen, haben wir zwei Leute gebunden, die uns aber arg wehtun können. Kommt der Skinky hier rüber, kommt er auch nicht. Dann kann der hier noch supporten. Pass mal auf. Stellen den mal hier hin. Und hält die Leute fest. So, und dann gehen wir mit ihm hier hin blitzen. Genau so nämlich. Was? Da war ich mit Ausweichen. Ich bin ein Trottel. Shit. Oh, so ein Kack. Ah. Ich hätte erstmal hier... Oh, hier hätte ich... Den hätte ich erstmal weg irgendwie oder um und dann hätte ich... Eieiei. Und noch den Reroll für drauf gebrezelt, aber musste ich riskieren. Shit. Jetzt stecke ich in eine Klemme. Oh, ich hätte so viel Schaden anrichten können. Ich hätte seine Skinks hauen können. Er stand hier so eng. Jetzt habe ich ihn schon gelähmten schön. Mein Skinky haut er jetzt auch nochmal. Mist. Ach, so ein... Ach, Leute, da ärgere ich mich jetzt drüber. Da ärgere ich mich jetzt sehr drüber. Weil ich nicht aufgepasst habe. Er macht das gut. Ach, Mann, ey. Eieieiei. Muss ich gleich mit Go for it arbeiten hier. Shit, ey. Richtig, richtig shit. Seine Leute sind alle noch festgehalten. Von dem hier kriegt er jetzt den Stärkebonus. Genau. Eine Stärke kriegt er da drauf, kriegt zwei Würfel und schlägt auch immer gut zu.
Bisschen Glück gehört auch dazu. Mann, wie kann man den ersten Zug so verhauen, Leute? Ich bitte euch. Unfassbar. Unfassbar. Das Szenen, die sich hier abspielen. Direkt am Anfang. Oh Mann, da ärgere ich mich jetzt. Da ärgere ich mich sehr. Wie hat er den E-Caution Man? V-Cower? Auch sehr schön. Ich finde das wichtig und gut, wenn Leute ihren Leuten Namen geben, die miteinander zu tun haben. Ich sage nur Malma Finn. Und Honey Badger Finn. Und, ne, Schleimi Finn und so. Kriegt er hier noch Bonus? Ah ja, sehr gut. Kann sich jetzt entscheiden, ob wir beide liegen oder ob er rerollt. Okay. Ei, ei, ei. Oh, Chivi. Das tut weh, Mann. So ein Dreck, ey. Mann, Mann, Mann. Ja, blitz den mal schön um, ey. Oh, bin ich ein Vollhonk. Ich ärgere mich sehr. Da den noch weggeschoben. Ist ja nicht zu fassen. Okay, blockt hier alles schön. Ah, jetzt hat er den natürlich frei. Kann aber nicht mehr blitzen. Das ist in Ordnung. Und ich habe hier auch freie Leute zum Bewegen. Finde ich auch gut. Aber die liegen halt rum. Die müssen erstmal wieder aufstehen. Das kostet auch wieder alles. Mist. Wo ist unser Aufspringen? Ja, der mit dem Aufspringen steht hier natürlich, ne? Ne, wo ist er denn? Oder haben wir den rausgeschickt? Wo ist denn? Hier steht er. Da ist er. Ne, den haben wir rausgeschickt, den Aufspringen-Man. Warum? Wer schickt denn den Aufspringer weg? Wir müssen doch hier hinterher. Ja, ausweichen 67. Schaffst du aber locker. Ja, ja, siehst du? Wusste ich. Aber ha, jetzt habe ich hier... Ne, ist auch gedeckt. Shit, ey. Ach, mit dem kann ich auch nirgends hin... Eieiei, okay. Kann ich natürlich... Oh, warum kriegt er denn von dem ein? Achso, weil der... Ich verstehe. Ich verstehe die ganze Geschichte. So, wenn ich jetzt... Hier habe ich natürlich Stärke-Bonus. Warte mal, wir stehen mal als erstes auf. Du stehst mal auf. Sehr gut. Und du gehst mal hier hin. Weil viel weiter kommst du nicht. Und du gehst mal... Wo gehst du denn hin? Gehst du hier noch hin oder gehst du da noch hin? Gehst mal lieber hier hin. Hier gehst du hin. So. Und dann... Und dann... Und dann und dann und dann... Dann machen wir mal hier... Auchiwe. So. Das ist doch ganz in Ordnung. So. Und wir folgen. Klack, wupp. So, passt mal auf. Und dann können wir hier hingehen... Ohne Ausweichens. Haben den gedeckt. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir mit dem auf jeden Fall hier hin. Und stressen ein bisschen. Er kann halt, egal, auch wenn ich den Ball jetzt wegschlage, kann er nächste Runde durchmarschieren. Das ist verhältnismäßig schlecht. Aber egal, wir machen es trotzdem. Oh, dreimal ausweichen. Wir müssen es machen. Wir müssen. Dreimal ausweichen müssen wir machen. Was soll das? Hilft alles nicht. Oh, es gibt's doch nicht. Unfassbar. Reroll, komm. Wir müssen da durch. Er hat's geschafft. Und... Ja, ausweichen. Klasse. Prima. Primo Deli, ey. Folgen. So. Dann haben wir ihn schon mal ein bisschen eingekerkert. Wenn wir jetzt da hingehen, haben wir zwei Go-For-Its. Wenn wir da hingehen, haben wir immer noch zwei Go-For-Its. Warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Warte mal. Wenn du hier hin willst. Da musst du einmal ausweichen, ist klar. So, wir gehen hier hin, dahin, dahin, dahin. Ach so, dann habe ich wieder ein Ausweichen. Dann doch lieber die Go-For-Its, wa? Warte mal. Warte mal, wenn wir den... Bringt nichts. Den lassen wir auch lieber bleiben. Wir müssen es probieren, komm. Es muss gehen, es muss. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, immerhin. Besser als nichts. Und jetzt gucken wir, ob wir hier noch... Na, immerhin geschoben. Immerhin geschoben und wir folgen. So, jetzt habe ich ihm seinen Knilchi schön vollgestellt mit meinen Knilchis. Und mit ihm könnte ich jetzt hier noch den Kroxigor angreifen, aber wir sind ja nicht blöde. So. Eieiei, das war eine erste Runde, ey. Oh, Leute. Und dann musste ich den... Ich musste den Reroll verbraten. Ich musste es wenigstens versuchen. Okay, kann jetzt hier natürlich den Skinky auch wieder blitzen. Ist klar. Ja, kann er machen. Aber hier steht immer noch einer. Aber der hat natürlich...
Oh nice, oh nice. Er muss rerollen. Oh nice, hab ich ein Glück. Oh, puh. Uiuiui, das ist natürlich jetzt viel, viel Glück. Das müsste er erstmal nachmachen. Aufstehen. Aufstehen. Und kriege ich jetzt... Öh, was soll denn dit? Warte mal, wenn ich mit ihm hier reinblitze, dann... Warte mal, mit ihm können wir hier decken gehen. Und dann kriege ich Stärkebonus. Ha! Ach nee, gar nicht wahr. Hm. Weil ich ein Trottel bin. Ich hätte mit ihm reinblitzen müssen. Shit. Mit ihm kriege ich auch nur einen. Warte mal, wenn ich den hier aber hier hinstelle... Wenn ich den hier hinstelle, kriege ich zwei Würfel. So machen wir es. So machen wir das. Und genau so nämlich. Gib ihm. Gib ihm Feste. Naja, egal. Wir schieben ihn... dahin? Wir schieben ihn dahin. Und schieben nach da weiter. Und folgen. Und kriegen hier Minusstärke. Das ist natürlich auch wieder schlecht. Das habe ich mir wieder super ausgedacht. Scheiße. Oh Mann, Leute. Mann, oh, was mache ich denn? Was machen wir denn jetzt? Jetzt, nee, jetzt mal wirklich. Was machen wir denn? Könnte... Der kommt hier niemals hin. Nein. Wir müssen... Warte mal, ich kann den hauen. Und dann steht er hier wenigstens ordentlich vollgehauen. Ja, nee. Doof. Alles doof. Alles doof. Wir können noch blitzen, aber mit wem? Kriegen hier von den beiden keinen frei. Den kriegen wir auch nicht frei. Warte mal. Den kriegen wir frei, aber da kommen wir nicht ohne Ausweichen hin. Ach, bin ich doof. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, nee. Hm. Kriege ich nur mit Minusstärke hier. Dann... Shit, 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 shit. Alles schlecht. So, wir hauen erstmal hier drauf jetzt. Das bringt's ja voll. Das bringt's ja richtig. So, folgen. Dann blitzen wir jetzt mit dem Kroxigor. Komm. Yes. Total gut, wie wir hier wieder alles schieben. Ach, jetzt habe ich aber schon geblitzt. Warte mal, nee, aber wenn wir den jetzt hier... Wenn wir den jetzt hier entsorgt kriegen. Sehr nice. Dann kommen wir hier ohne Ausweichens durch. Folgen. So. Und dann ist der Stärkebonus wieder weg. Dann ist der Stärkebonus wieder weg. Hier kriegen wir aber einen Stärkebonus. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Unser Zug ist gleich vorbei. Ich habe Blocker. Deswegen legen wir ihn in den Dreck. So. Und jetzt kriegt hier der kleine Skinky noch eine auf die Matte. Und wir fallen beide um. Das ist awesome. Schwuppdiwupp, wo fällt er hin? Mein Skinky hat den Ball. Jawohl. Alter. Boah, was man mit ein bisschen Glück nicht noch alles reißen kann, ey. So, er kriegt hier keine Stärke-Boni. Einen Würfel kriegt er. Der ist gedeckt. Der ist gedeckt. Der ist gedeckt. Alle gedeckt. Die aufstehen, ist keine schlechte Idee. Mit dem könntest du hier ran und da eine Bonusstärke kriegen. Oder hier ran und auf den Kroxigor eine Bonusstärke. Er macht's auf den Kroxigor, nicht dumm. Hätte ich wahrscheinlich auch ähnlich gemacht. Und haut jetzt da erstmal drauf. Kann nur schieben, sehr, sehr gut. Also sehr, sehr gut für uns. Das ist ein Kampf hier. Da kriegst du keine Bonus, kriegst du nur einen Würfel. Eieiei, kriegst du auch noch einen Würfel? Geh lieber auf, geht jetzt lieber auf den Ball, ne? Kriegt er... Habe ich hier irgendwo einen Bonus... Habe ich hier irgendwo Bonusstärke? Ne. Auch nur einen Würfel. Wenn du mit dem hier zuschlägst, kannst du hier rüberschieben. Und kannst dann hier nochmal... Kannst du auch wieder nur schieben. Und kriegst damit trotzdem keine Bonusstärke. Aber du kannst den Skink freier bewegen. Tja... Also wenn du mit dem hier angreifst und hier rüber geschoben bekommst, kannst du meinen Skinky hier in die Mitte schieben. Hilft dir natürlich nichts, wenn du das jetzt siehst, ne? Aber ich sage dir nur, was du hättest tun können. Das ist... Oh. Na gut, tut's ja auch so. Ich bin gewandt und gehe da... Na, ich bin doof. Gewandt und doof bin ich. Hopsi findest K.O. Na gut, dann nimmt sie es ja nicht, wo ich mich hinschieben lasse.
Ja, nee, für K.O. gibt's keine. Wo ist der Ball? Da! Neben seinem Skink. Oh, jetzt kann er noch punkten. Aber ausweichen, aufnehmen, ausweichen. Hast du noch einen Bonuswurf? Hast du noch. Machst du das oder machst du das nicht? Nimmst du den Punkt mit? Das Ding ist, ich habe dann noch 4 Züge, ne? YOLO. Und hat sich gelohnt. Das Glück ist mit den Mutigen. GZ. Okay, aber wenn man noch Auswechselspieler ist, in Ordnung. Naja, bei meiner Dummheit war das verdient. Achso, er muss ja aufstellen. Joa. Ah ja, da stellst du mir die Line schön zu. Als Verteidiger nie so viele Leute auf die Line stellen, weil gibt's Kloppe. Pass mal auf, wenn wir nämlich jetzt hier rangehen. Wenn wir mit dem den verkloppt kriegen, haben wir den hier frei. Plus 2 Stärke. Plus 2 Stärke wäre ein Würfel. Wenn wir mit dem noch den verkloppt kriegen, dann haben wir richtig... Können wir richtig auf den Kroxigor einprügeln. Aber lohnt sich das? Warte mal. Sind das unsere Blocker? Wir wollen... Das ist unser Blocker. Mit dem wollen wir dann auf den Kroxigor einschlagen. Wir wechseln hier. Und hier wechseln wir auch. So. Und hier... Stellen wir den noch hin. Weil wir wollen kloppen. Wir wollen richtig, richtig kloppen. Das ist der Aufspringer. Wo ist... Ach ja, hat unseren Dings erwischt. Warte mal, in der Offensive können wir jetzt den langsamen Flutschi nicht gebrauchen. Okay. Stellen wir hier hin? Ja. Nee, doch. Ja, dahin. Und ihn dahin. Und ihn dahin. Dahin, bitte. Ja, und den auch dahin. So. Mach es, Junge. So. Was ist mit meinem Auswechselspieler? Jetzt bin ich gespannt. Übrigens, wenn du das hier siehst und du hast nicht in die Mitte gekickt, immer in die Mitte kicken. Blitz. Scheiße. Aber er hat viele in der Tackle-Zone. Er kann mit dem, kann er jetzt einen Skink blitzen. Wo geht der Ball hin? Hier hin. Ah, jetzt macht er mir alles kaputt. Was ich mir so schön ausgedacht habe. Ja? Sehr gut, sehr gut. Aber ist natürlich einer mehr, mit dem du aufs Brett kriegst, ne? Mit dem hätte ich geblitzt. Das ist dein einziger Saurier, mit dem du jetzt gerade hättest blitzen können. Du kannst übrigens bei diesem Bonuszug auch blitzen, lieber Eek. Oder EEK. Ich sag Eek, weil Eek ist halt Doppel-E und K ist Eek. Ja, hättest du blitzen können mit dem. Aber es ist auch keine schlechte Idee, den da hinzustellen, um alle zu beschützen. So. Apropos alle zu beschützen. Bevor hier noch Dinge passieren, stellen wir hier erstmal Dinge hin. Warte mal. Glitchy-Finn hat 3. Rutschy-Finn hat auch 3. Schleimy-Finn hat schon 8. Schleimy-Finn geht hier beschützen. Und ist sowieso der Aufspringer, der im Zweifel das Ding noch klaut. So. Wir haben noch 5 Züge Zeit. So, jetzt hat er mir natürlich alles kaputt gemacht, ne? Wo ich kann den natürlich wegschubsen. Warte mal, warte mal, warte mal. Den jetzt... Achso, da kriege ich, weil der hier einen Stärkebonus hat. Ich bin ein Trottel. Jetzt sind meine ganzen Skinks schon bewegt. Warte mal, mit ihm kann ich hier noch hin. Mit ihm kann ich hier noch hin, dann ist aber die Seite offen. Nee, das gefällt mir nicht. Das lassen wir. So, warte mal, wenn wir den hier... Oh. Ist jetzt doof, ne? Das ist jetzt doof gelaufen für mich. Habe ich mir das alles so schön ausgedacht und ich kriege hier überall nur einen Würfel. Egal. Gib ihm. Ach, herrlich. Ja, so habe ich mir das gedacht. Na also. Leg dich da mal hin. Folgen. Bams. So. Und die sind halt alle echt super gedeckt, ne? Warte mal, das ist unser Blitzer hier. Warte mal, warte mal. Er deckt die jetzt alle. Meine Zeit verrinnt, Leute.
Meine Zeit verrinnt. Wir kriegen hier nur einen Würfel drauf. Wir nehmen hier mal den Blitzer. Den Flitzerblitzer. Sauber. Das hat gut funktioniert. Up he goes it. So. Und jetzt hat uns das hier gar nicht gebracht, weil die alle immer noch von dem einen gedeckt sind. Shit, ey. Ich hätte mit dem Skink blitzen sollen. Mist, wie machen wir es jetzt? Wir nehmen hier den Blitzer und schlagen auf den Kroxigo ein. Und können ihn immerhin wegschieben. Weggeschoben. Wir bleiben. So. Und jetzt können wir hier den trimmen. Schlecht. Sehr, sehr schlecht. Mist. Das ist natürlich kacke. Mann! Ach, wie meine ganzen schönen Taktiken alle nicht aufgehen. Weil ich zu dumm bin. Mal mit Ausweichen, kannst du ja mal probieren. So, auf jeden Fall, wenn er mit dem Kroxigo Schaden anrichten will, muss er jetzt blitzen. Aber na, ich wollte hier alle vertrimmen und jetzt stehe ich da. Wie so ein, jetzt kann er mit dem hier voll hin. Der steht komplett frei. Das, was ist das hier? Sprint-Eek. Warum ist denn der so schwarz? Der sieht ja witzig aus. Achso, ist wegen der Teamfarben, ne? Was haben denn unsere? Unsere Skinkies? Ach, die haben dieses rötliche. Mhm. Oh, jetzt geht da natürlich ein Skink blitzen, ist klar. Welcher ist das? Glitchy. Ah ja, immerhin. Nur ausweichen. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn Hopsi stehen würde. Den hätte ich dann hier drauf gehopst und dann hätte ich eine Chance gehabt, den Ball aufzusammeln. In seinem Zug. Oh, oh. Ja, klar. Ja, steh den mal lieber auf. Eieiei, Leute, Leute. Hier geht's ab, ey. Warte mal, aber wenn ich mit dem den hier vertrimme, habe ich den frei. Hm, stellt jetzt alles mit seinen Skinks zu. Natürlich so eine Sache. Ja. Shit, ey. Ist auch mein allererstes Match gegen Echsenmenschen überhaupt. Auch mit den anderen, mit meinen Bretonen und so, habe ich noch nie gegen andere Echsenmenschen gespielt. Es ist so eine Sache. Das sind Taktiken, die ich selber gerne anwende, jetzt hier gegen mich zu haben. Ist gewöhnungsbedürftig. Und dann würfle ich noch Kacke und der erste Zug war sowieso meine eigene Schuld. Schön selber doof. Und, ja. Jetzt steh ich hier, so ein Trottel. Er kriegt hier einen Stärkebonus nach dem anderen. Aber diesmal kann er nur schieben. Ich würde hier hinschieben. Ah nein, okay. Ah, weil es eh sein letzter war. Ja, auch nicht doof. Auch nicht ganz doof. So, wir stehen mal auf. Aufstehen. Wir stehen mal auf. Ich sagte aufstehen. Danke. Wir stehen mal auf. Ich sagte aufstehen. Ich habe keine Bonus-Rolls mehr. Das ist natürlich schlecht. So, ich kann hier den weghauen. Und kann ich den blitzen ohne ausweichen? Nein. Nein, kann ich nicht. Ich könnte... Könnte mich aber da hinstellen, ne? Ne, auch nicht ohne ausweichen. Mist. Aber den könnte ich... Wenn ich den hier los bin, könnte ich den blitzen. Warum kriegt er... Er kriegt hier noch eine Stärke. So ein Mist. So, aber warte mal. Wenn der geblitzt ist... Wir müssen es probieren. Wir müssen jetzt den Ball hier mal wegkriegen. Ach, das gibt's doch nicht. Come on, ey. Folgen. Ich habe keine Bonuswürfe mehr. Ja. Nuffel, gib mir Kraft. Bitte, bitte, bitte. Nee, nicht von hier. Wir wollen hier hin. Und von da hauen, damit wir ihn da hinschieben können. Nuffel, 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 Nuffel. Gib ihm, tu es. Yes. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Folgen. So, der ist gelähmt. Sehr, sehr gut. So. Und jetzt. Es ist natürlich so eine Sache. Es ist natürlich so eine Sache. Wollen wir erstmal mit ihm noch zuschlagen? Wollen wir. Er ist der Blocker. Die Chancen sind gut. Sehr, sehr gut. So, drauf da. Folgen. So, und dann machen wir jetzt erstmal Ballaktion und dann gucken wir, ob wir mit dem Dings noch Gedings kriegen. Und hierhin. Das sind zwei Ausweichens. Warte mal.
67% oder zweimal ausweichen. Wir weichen zweimal aus. Sehr, sehr gut. So, der steht sicher und warm und trocken. Und den können wir zweimal ausweichen. Nee, gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Warte mal, wir stellen uns mal hier hin. Hier hin. Und hauen auf den Skink drauf. Yes! So, du kannst da hin. Wir folgen aber, damit er ausweichen muss, wenn er was machen will. Dann hauen wir hier noch mit dem Kroxigur zu. Hoffentlich. Yes. Ich hab... Och, gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ist doch nicht euer Ernst, ey. Was ich schon wieder würfel, ey. Dann steht der hier frei. Kann er sogar mit dem Skink blitzen. Ah, oder kann mit dem... Ah, nee. Mit den beiden müsste er erstmal hier... Einen müsste er da blitzen. Ne, den kriegt er nicht weg, ohne zu blitzen. Also mit den beiden hier blitzen, muss er die Low-Ausweichchance nehmen. Ich würde den Skin ranstellen, mit dem anderen Skin blitzen. Das würde ich jetzt wahrscheinlich tun. Aber wenigstens haben wir den Ball mal weg. Das hat mich hier ganz nervös gemacht. Vier von seinen Skins um den Ball rum in Touchdown-Nähe. Aber jetzt sind seine Skins natürlich ganz weit weg. Vielleicht, wenn er jetzt den Zug ein bisschen vergurken würde. Und seine Skins noch hier hinten. Na gut, dann eben nicht. Schade, hätte er sein können. Dummkopf mit zwei Go-For-Its. Dummkopf, nice. Siehst du, Herr Frodo, endlich mal ein bisschen Glück. Oh, nimm's mir nicht übel, Ike, aber jetzt gibt's keine... Oh, da hat er den Dummkopf rerollt. Ach nein, mit ihm hier. Na, müsste zweimal ausweichen. Nein, 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 das wird nichts. Du musst mit dem Skink blitzen. Du musst einen Skink daneben stellen und mit dem anderen Skink blitzen. Sonst kommst du an denen nicht ran. Warte mal, der steht daneben. Wenn du den... Ja, du könntest es auch riskieren, den hier hoffentlich umzunieten. Ah nein, dann stehst du immer noch neben dem. Von da willst du blitzen. Okay, ich hätte erst einen anderen Skink daneben gestellt, wenn ich ehrlich bin. Aber das gibt's ja nicht. Lacker. Oh, und sich selber verletzt. Okay. Doch nicht ganz so lacker. Verpasst das nächste Match. Naja, aber keine schlimme Verletzung. Bei Skinks ist das immer so eine Sache, ne? So, und da liegt der Ball. Da liegt der frei, der Ball. Ich könnte jetzt den Skink hier blitzen. Kroxigor Man steht erstmal auf. Aufstehen. Das ist natürlich nicht der Aufsteh-Skink, ne? Mist. Das bedeutet, mit dem komme ich hier hin und dann nach da hinten. Da kann er nicht mehr viel reißen. Wollen wir das machen? Wollen wir das machen? Machen wir. Wir probieren es. Wir müssen es probieren, weil wir haben nicht mehr so furchtbar viel Zeit. Und das war scheiße. Da ist der Zug wieder weg. Mist. Jetzt blitzt er halt voll rein, ne? Oh, hier sind seine Skinks in Überzahl. Kriegt er noch einen Stärkebonus. Shit. Ja, cool. Mit dem Skinky ausweichen ist dann nix. Eine deiner leichtesten Übungen, Ike. Toll. Verhau mich doch einfach. Ach, das ist ja eh nur der unbenahmte, komische Fritz. Töte ihn doch, Goktolax. Nenn dich los. Diesen Nicht-Finn. Nee, töte ihn mal bitte nicht. Ich muss hier noch punkten diese Halbzeit, lieber Ike. Sonst gewinne ich nicht. Ich möchte ja gewinnen. Das wäre ganz, ganz nett. Tja, da kannst du jetzt nur schubsen. Das ist ganz gut für mich. Schubst da lang. Hm, okay. Hat er den jetzt schon... Hat er jetzt nochmal einen Dummkopf gemacht oder hat er ihn noch gar nicht bewegt? Ach, er hat ihn noch gar nicht bewegt. Okay. Oh, blitzt jetzt. Dummkopf kommt nicht. Und hat mehr Stärke, ne? Ja. Oh. Oh, aber er muss ihn auf den Ball... Oh, aber er liegt dumm rum. Aber dann verspringt der Ball. Und jetzt sind wir mal gespannt. Also hier sind nur zwei Felder, wo keiner steht. Und mein Kroxigor fängt ihn natürlich nicht. Hat noch eine Chance, fängt ihn nochmal nicht. Sein Saurier fängt ihn nicht. Er darf das rerollen, wenn er möchte. Würde ich nicht machen. 17% ist wenig. Er lässt ihn da hinfallen. Ja, liegt natürlich jetzt supi. Für mich nicht. Ach, sicher. Kann er einfach mit dem jetzt probieren. Der steht ja frei. Mann, Leute, ich hätte gerne noch einen Touchdown gemacht, wenn ich ehrlich bin.
gestellt, alles schön zu. Vor allem mein Skinky steht jetzt im Dings. Im Klammerschwanz. Da müsste ich ganz schön hoch würfeln jetzt. Nicht faulen, bitte. Doch nicht meinen Saurier. Wenn du meinen Kroxigor faulst, aber mit dem Saurier faulen, auch so eine Sache. Ah, faul doch. Ich habe eine hohe Chance, dass mir nichts passiert und du hast eine hohe Chance, dass du vom Platz geschickt wirst und mit dem Saurier weniger ist natürlich. Oh, warum? Achso, wegen dem hier. Hm? Okay, nur geschoben, ist in Ordnung. Ich stehe jetzt richtig, richtig behindert, Leute. Hm. Aber warte mal, wenn der aufsteht. Achso, der ist ja. Der ist gedeckt. Jetzt krieg ich immer. Verletzt? Wie bitte? Ich sage noch, Saurier weniger. Scheiße. Oh Gott, jetzt auch noch mit dem Saurier in Unterzahl. Ich glaube, das verlieren wir. Ha, meiner hat Dings. Oh, du hast einen Reroll. Mann. Gibt's ja nicht. Ah, jetzt stellt er sich noch daneben und negiert mir alles. Kacke. So ein Mist. Und mich noch um Gnade bitten vorher. Ich glaube, ich spinne, Ik. Und dann so eine Sachen mit mir machen. Mein Saurier verletzen. Ey, shit. Saurier weniger ist richtig behindert. Wir haben zwar Ersatzspieler, aber... Warte mal. Kommen wir da durch? Wenn wir mit dem den wegschieben, stehen wir hier immer noch voll. Mit ihm hier blitzen. Plus ein Stärke. Ich kriege, wenn ich den wegmache, kriege ich Bonusstärke. Steh mal auf. Und dann mach den mal kaputt. Bitte. Dankeschön. Ja, dahin. Und... Bleib mal da. Abgebissen. Ah, immerhin K.O. Schade. So. Quid pro quo. So, und jetzt kriege ich hier einen Bonusstärke. Reicht uns das? Eigentlich nicht. Aber, was hilft? Warte mal, wir können hier noch einen Skinky. Mit dem Skinky hier hin? Nee. Mit dem Skinky dahin? Auch nicht. Das lassen wir lieber. So. Wir müssen das so machen. Wir müssen den Kroxigor blitzen. Ah ja, immerhin. So, stell den mal dahin, den Kroxigor. Und... Ach, nee. Folgen wir lieber. Gehen lieber mit dem Skinky hier lang. Ist zwar immer noch gefährlich, aber nicht so wie der Klammerschwanz. Wollen wir erstmal noch ein bisschen Damage verursachen? Ich glaube, wir wollen das. Möchten das sehr gern. Hier, auf dem Skinky zum Beispiel. Jetzt gibt's nichts, weil der Skinky ausweichen hat. Aber der geht dahin. Wir bleiben. Und der Skinky geht mal nirgends hin erstmal. So, der Skinky kann mal den Skinky hier wenigstens so ein bisschen festhalten. Ohne Go for it. Sehr gut. Bin sehr unentschlossen. Können wir hier noch was anrichten? Nein. Achso, weil der deckt. Ja. Shit. Ja, müssen wir machen. Komm. Lauf hin, mach es. Ausgewichen wie ein junger Gott und lässt den Ball fallen. Mann, ist doch nicht zu fassen. Mann. So, immerhin kann mein Skinky ausweichen. Und könnte... Mit einem Go-For-It noch einen Touchdown schaffen. Mit zwei Go-For-Its. Außer natürlich, er wird jetzt geblitzt. Aber nur geschoben. Sehr gut. Komm, schieb ihn auf den Ball, bitte. Sei doch mal nicht so gemein. Das hättest du mir jetzt nur noch gönnen können, finde ich. Gönnen können. Ja. Unfassbar. Vielleicht. German Eek läuft durch die Nachbarschaft und schmiert Skinks die Hände ein. Also wenn ihr einen Skink zu Hause habt und der hat plötzlich schmierige Hände, war German Eek unterwegs. Oh Gott. Hau mir nicht noch einen platt jetzt. Nein! K.O. Shit. Uiuiui. Uiuiui. Hoffentlich steht der wieder auf, ey. Saurier-Unterzahl ist ja nun wirklich das allerletzte, was man braucht, wenn man hinten liegt.
Jetzt kriegt er hier noch Bonusstärke. Ah, Glück gehabt, nur schon. Mann, Mann, Mann. Jetzt haut er mir wieder ein. Folgen oder bleiben? Bleiben oder folgen? Ich hätte an deiner Stelle hier den Ball beschützt. Warte mal, die haben 8 Movement. Einen muss ich nehmen. Ich muss 2 Go-For-Its machen, wenn ich das schaffen will. Und einen Haufen ausweichen. Außer er klaut mir jetzt natürlich den Ball einfach weg. Ach, und ich habe ja auch nur... Ah, jetzt kann er mit dem... Shit, ey. Oh, das wird übel. Das wird richtig übel. Warte mal, er steht aber frei. Mit ihm können wir einen blitzen. Müssen wir, glaube ich, versuchen. Müssen versuchen, einen von den Sauriern zu blitzen, dass Rutschifin nicht so viel blocken, nicht so viel ausweichen muss dann. Eieiei. Vielleicht habe ich auch Glück und er schafft es jetzt nicht, den aufzuheben. Und seine eigenen Skinks haben Kleber an den Händen. Es ist doch nicht zu fassen. Jetzt muss ich den Skink erstmal blitzen. So, wenn er jetzt natürlich zurückpasst, dann stehe ich blöde da. Und wenn ich den Skink wegblitze und der Ball falsch springt, stehe ich auch blöde da. Ich stehe auf jeden Fall blöde da. Ich stehe auf jeden Fall blöde da. Das ist natürlich jetzt eine Gemeinheit, mich hier blöde dastehen zu lassen. Lieber Herr Ike. Meines ging es die Hände einschmieren und seinen eigenen Kleber dran machen. Das ist nicht zu fassen. So. Jetzt können wir mit dem erstmal aufstehen. Und warte mal. Es war sein letzter Zug. Das bedeutet, den kann ich da auf jeden Fall mal hinstellen. Einfach weil ich es kann. Mit dem kann ich auch aufstehen. Einfach weil ich es kann. Und dann müssen wir mal gucken. Wir kommen hier aber auch nirgends durch, ne? Können mit dem Skinky können wir hier reinblitzen. Auf Minusstärke. Und wenn wir von hier blitzen, kriegen wir auch Minusstärke. Shit, ey. Warte mal, aber wir können den Kroxigor hier hinstellen. Dann sind wir Stärke gleich, weil dann ist der gedeckt. Dann ist der gedeckt. Ach, Dummkopf, du Dummer. Unfassbar. Dann stellen wir, aber der ist nicht Dummkopf. Der wird es schaffen. So, wir müssen alles auf eine Karte setzen. Und zwar, Schleimifin muss es jetzt rein. Warum? Ach, von da hinten. Shit. Kacke. Das ist ja jetzt doof alles. Mit dem kommen wir da nicht hin. Mit dem kommen wir da... Ah, warte, warte, warte. Dingsy Skink schafft's noch. Ah, nur ein Ausweichenwurf. Mist. Mist, Mist, Mist. Folgen. So ein Schmarrn. Und jetzt haben wir geblitzt. Jetzt, ja, das Wort. Das Wort. Jetzt kriegen wir hier Minusstärke. Hier kriegen wir Plusstärke. Gib ihm. Wenigstens noch ein bisschen. Na also. Wenigstens noch ein bisschen Vertrimmigung hier. Aufs Brett. Digga. Digga, Digga, was geht ab? So. Das ist eine Menge Ausweichen. Das ist Minuswürfel. Hier, den, da würden wir noch einen Pluswürfel kriegen. Wollen wir das machen? Nee, wir gehen aufs Ganze hier. Na, immerhin. Scheiße. Auch noch. Komm, hau ihn um. Wenn wir wenigstens... Oh, verletzt. Unfassbar. Mit 1-0 hinten und 3 Saurier. Oi, oi, oi. So, Halbzeit. Wir sehen uns gleich wieder.